Noch in der Nacht, bei völliger Dunkelheit, brachen wir nach Maputo auf. Vor Sonnenaufgang erreichten wir den Indischen Ozean. Die ersten Boote wagten sich auf das offene Meer. Langsam schob sich die Sonne über den Horizont. Das Licht wurde heller, das Meer bekam Farbe und die ersten Sonnenstrahlen überzogen den roten Sand mit einer intensiven Färbung. Wir verabschiedeten uns vom Meer und fuhren zurück nach Shanghai. Dort besuchten wir den Dom, der dem heiligen Johannes der Täufer geweiht ist und zugleich heilige Pforte für das Jahr der Barmherzigkeit ist. Der Dom ist erbaut im portugiesischen Kolonialstil mit einem Narthex vor der Hauptfassade. Die Außenanlage der Kirche machte einen sehr ordentlichen und gepflegten Eindruck. Im Inneren der einschiffigen Basilika verrichteten mehrere junge Leute den Sonntagsputz. Links vor dem Chor die Figur einer Fatima Madonna, die in Mosambik in fast jeder Kirche anzutreffen ist. Rechts der Kirchenpatron Johannes der Täufer. Auf der Nationalstraße EN1 fuhren wir nun Richtung Maputo. Dabei begegneten wir immer wieder Pickups, vollgeladen mit Menschen ohne jede Sicherung. Bei den Schwestern von Manisa, deren Haus dem heiligen Josef geweiht ist, machten wir eine kurze Rast. In der kleinen Stube waren mehrere Torten aufgereiht, welche die Schwestern für eine Hochzeitsgesellschaft hergestellt hatten, um sich für ihren Lebensunterhalt etwas Geld dazu zu verdienen. Auch die Buten und Enten dienten dazu. Wieder ein LKW mit abenteuerlicher Ladung. Als wir den Stadtrand von Maputo erreichten, staute sich der Verkehr immer stärker, während innerhalb der Stadt das Verkehrsaufkommen geringer war. In Maputo angelangt, besuchten wir den Kunstmarkt. Es herrschte hier ein buntes Treiben. Angeboten wurden vor allem Textilien und afrikanische Schnitzkunst.
die Schwestern der Kongregation Missionsschwestern vom kostbaren Blut in Maputo empfingen uns wieder ganz herzlich.